nehme jetzt mein Einhorn und dann war es das für mich, weil hier habe ich überhaupt keine Zukunft mehr. Du kannst gehen, aber nicht mit deinem Einhorn. Natürlich mit meinem Einhorn. Das mache ich besser. Natürlich mit meinem Einhorn. Ich werde hier, ich, das, meine einzige, das Einzige, was hier noch auf mich wartet, ist der Kerker. Du stehst bei mir in der Schuld. Ich stehe überhaupt nichts. Doch, ich laufe weg. Ich habe das Einhorn von dir, erinnere dich dran. Ja, ich laufe trotzdem weg. Na gut. Er kommt wieder, ich habe sein Einhorn. Naja, aber ganz Unrecht hat er nicht. Ich meine, entweder wir plagen uns jetzt mit den ganzen Stadtwachen rum, währenddessen wir versuchen, ein Problem zu lösen, was nicht für unseres ist, weil wahrscheinlich Kleinnase oder Kugelschreiber abgehauen sind mit ihrem komischen Bötchen. Entweder wir beheben das Problem, was keins mehr für uns ist, oder wir fliehen von hier und, ja, keine Ahnung, gehen dann... Es gibt immer noch Leute, die hier rumgehen. Und wir werden die nächste Nacht schauen, ob wieder Vermummte durch die Häuser ziehen und Leute erpressen. Aber was, das ist doch nicht mein Problem. Ganz Unrecht hat da ja nicht. Ganz Unrecht habe ich auch nicht, weil wenn wir dieses Problem lösen, dann können wir hier bleiben. Und das Ganze mit sehr viel Geld wohl, oder? Aber warum soll ich denn eh in dieser Stadt bleiben? Ich meine, ja, sie war mein erster Anlaufpunkt. Und natürlich, Geld wäre nie oder ist nie schlecht, aber was soll ich denn hier? Wo wollt ihr hin direkt hier? Wenn ihr hingeht, die nächste Stadt werdet ihr auch gesucht, das spricht sich rum. Ihr müsst auch mal ein Problem lösen und nicht davor weglaufen. Weglaufen hat bis jetzt ziemlich gut was gebracht. Da muss ich dir wohl recht geben. Aber denkst du, wenn wir hier eine Verbrechensbande von einer hohen Familie bloßstellen oder wie auch immer man das nennen mag. Es ist nur ein Sohn aus besser werden? Es ist nur Palaris. Und seine Leute. Wenn wir seine Leute stellen, werden wir mal sehen, was passiert. Ziehen sie Palaris mit rein oder nicht? Und wenn nicht, haben wir Palaris in der Hand. Auch eine andere Möglichkeit. Wenn er seine Leute nicht mehr hat, wird er ganz kleinlaut werden. Und er wird sich garantiert keine neuen Leute suchen, die er dann anheuert und etc. Und ja, was findet man neue Leute direkt? Wenn die Leute wissen, dass die Alten schon draufgegangen sind, beziehungsweise Probleme bekommen haben? Was dann? Oh, wir haben 4 Leute, die machen uns Angst. Richtig Angst. Es wäre zwar immer noch die beste Option abzuhauen, aber naja. Wenn ihr meint, dass es besser ist, dann könnte man ganz ehrlich ganz gerne mal drauf eingehen. Allein zu zeigen, dass man nicht immer nur abhaut, da zwei Dinge dargestellt wird. Aber uns erwartet eh nur der Tod, von daher, was soll's. Ehrenhaft. Nein, wohl ja keine andere Wahl. Als um euch zu zeigen, dass ihr falsch liegt, wenn ich blutend am Boden liege und tot bin, dann könnt ihr euch wenigstens ein schlechtes Gewissen machen. Aber vielleicht kriegt ihr dann in meinem Heimatland doch wenigstens ein bisschen Gold. Also, wer geht und wer ist mit mir? Ich komme mit. Ich meine, was soll ich auch, sonst machen? Ich auch, aber nur weil ich keine Wahl habe. Wirft ihr bitte alle mal Perception? Ui. Ihr würfelt einmal Dexterity. Das war falsch. Interesting. Mit einer 6. Critical Success haben ist auch sehr lustig. Ja. Ich habe eine 9. Ich habe eine 19. Hey. Ich habe Coulson plus 1 und wenn ich, wenn es nicht ausreicht, könnte ich noch ein Safe. Nee, Quatsch. Sorry, Perception, nicht Agility. Hoops. Entschuldigung. Perception habe ich immer noch plus 1. Hey, also bin ich bei einer 15. Je nachdem, auf was wir gewürfelt haben, aber. Ja, ganz kurz. Also einmal, damit es da keine Verwirrung gibt. Critical Success. Something went really right. You can keep one more die. It is possible to score a critical success, but fail the test.
by not reaching the difficulty rating, especially if the critical was scored with a pair of twos or threes. In this case, the test has failed, but the character has gained a lateral success. Instead of the main goal, he accomplished something else positive. He may not have found the book he was looking for in the library, but found something else that matters. He may not have made the jump, but he managed to grab onto the ledge on the other side. He may not have succeeded in picking the lock, but in his failure, discovered the trap hidden inside. Ja, das ist das mit dem Critical Success, wenn du wenig würfelst, aber einen Critical. Ja, es ist halt was besonders Positives passiert, was über den normalen Wurf hinausgeht. Der normale Wurf kann trotzdem noch schiefgegangen sein. Okay. Und das, was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Wir schalten mal in Slow Motion. Ihr steht auf der Straße. Es ist ganz schön viel Betrieb. Der Deil ist gerade abgehauen. Der ist auch so kleinwüchsig, dass er nach ein paar Schritten in der Menschenmenge dann verschwunden ist. Ihr habt auch die Verfolgung gar nicht aufgenommen. Ihr steht da also und diskutiert weiter. Und dann Cem merkt dieses typische Gefühl, dass dir jemand in die Tasche greift. Mhm. Garrus, du siehst von hinten eine kleinwüchsige Gestalt sich an den Cem anschleichen. Du erkennst auch, so, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, was du noch als an Details siehst. Ja. Das alles passiert ungefähr gleichzeitig. Gildor ist in euer Gespräch vertieft und ne, gestikuliert so ein bisschen mit den Armen und redet einfach intensiv. Bekommt nicht mit, was in diesem Moment passiert. Mhm. Kriege ich mit, dass das Cem mitkriegt? Mit dem Kritischen merkst du, dass Cem so, hä? Also du siehst so ein, du merkst, dass er irgendwas mitbekommt. Du bist nicht sicher, ob er das mitbekommt, aber er hat irgendwas gemerkt. Vielleicht hat er auch was hinter dir gesehen oder so, aber er hat irgendwas gemerkt. Ich würde versuchen, Cem aufs Gespräch wieder zu lenken. Ich glaube, das wird dir nicht gelingen. Wenn ich merke, dass mir über die Tasche geht, ist der gleich dran. Cem, aber ich merke, dass mir jemand hinten in der Tasche rumfummelt, nicht wahr? Was übrigens klar war, der geht nicht ohne sein Einhorn. War doch klar, dass er hier irgendwo rumkreucht. Ja, im Nachhinein kann man das immer sagen. Du hast mich aufgemacht. Was tust du? Im Augenblick merkst du nur, dass jemand dir in die Tasche greift. Ich versuche, die Person zu packen. Mhm. Die Person ist ganz schön flink und geschickt und hat es tatsächlich geschafft, dir das Einhorn aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Und sich jetzt unter deinem Arm durchweg zu ducken. Du bist dir auch nicht 100% sicher, ob das Dial ist. Ja. Der Mantel hat eine andere Farbe, aber vielleicht hat er den nur auf die andere Seite gedreht. Mhm. Gestalt duckt sich unter dir weg, versucht zwischen euch davon zu kommen und rennt in den ausgestreckten Arm vom Gildor. Mhm. Und haut dann in die Menge davon. Ach so, weil der auch einen kritischen Erfolg hat. Er hat so einen kleinen Vorteil dadurch. Okay. Ich habe das mit 19 nicht verhindern können, dass er mich beklaut. Du hast es nur wahrgenommen, mehr nicht. Ja, guck mal. Das war eine Wahrnehmung. Also du hast es gemerkt. Mhm. Ja, aber lass mich ruhig mal ein bisschen. Okay. Also diese Figur ist jetzt aber trotz alledem unter mir durchgeflutscht, sage ich jetzt mal dazu. Also die Figur flutscht jetzt unter euch durch und verschwindet wieder in der Menge. Ja, ich schau mal, ob ich ihn irgendwo sehe. Also du hast diese Figur noch eine Sekunde im Blick und dann ist sie wieder in der Menschenmenge verschwunden. Mhm. Ich guck die anderen an. Das ist ein Todesurteil, wenn wir ihn nicht finden, das wisst ihr, oder? Wo ich das habe. Ah ja, hier. So, wisst ihr, wer es war? Gedo, ich hab dir auch was geschrieben, was deinen Critical betrifft. Ja, ich will es ja auch gerade ansprechen. Okay. Leute, warum ist diese Figur jetzt in meiner Hand und zeig euch das Einhorn?
Cem, war das nicht vorher in deiner Tasche? War das nicht da? Da hat er versucht, die Sachen zu klauen und sich dann davon zu machen, oder? Nein, das war nicht da. Ich habe ihn direkt gesehen. Das ist halt definitiv nicht gewesen. Das war Dail. Ich habe ihn noch erkannt. Also ich habe auch nur irgendwie... Ich habe hier gerade noch wild rumgestikuliert und auf einmal war diese Figur auf einmal in meiner Hand. Ja, nicht so auf einmal. Diese weglaufende Gestalt ist einfach... Ist da einmal voll gegen dich gelaufen. Ach so. Okay. Ich das wieder, damit also ich da ist irgendeine Gestalt gegen mich gelaufen und dann... Hatte ich die Figur in der Hand und dann war sie auch wieder weg. Also so schnell, wie sie auch gegen mich gelaufen war, ungefähr. Ich bin im Zug und leg das und erste ihr, Figur. Und ihr glaubt, Dai ist so unfähig, etwas zu klauen, rennt dann in den nächsten rein, um dann die Einhornstatue zu verlieren, währenddessen sie ihm mehr bedeutet als sein eigenes Leben? Ja. Bei unfähig hattest du mich schon. ja, nein, also, definitiv nicht. Das... Ich traue da dann einige schon zu, vor allem wenn es um das Klauen und so geht. Gerade wenn, weil er ja immer so klein und behändig ist. Na schon, aber wo ich meine. Ich meine, guck mal auf eure Würfel, ne? Zwei kritische und eine 19. Ja, stimmt, ne? Das ist richtig heiß. Das war wahrscheinlich irgendjemand anderes gewesen, der rein zufällig irgendwas klauen wollte aus deiner Tasche und das war dann die Einhornstatue. Nun denk, ich nehme sie wieder ab. Da, Gareth, ich danke dir dafür. Nee, hat sie gehabt. Gildo hat ihn gehabt, ne? Gildo hat sie ja. Ja, du. Ja, und, ich tu mein Bestes und gib's ihm wieder. Ja, mach deinen Zug drum herum, dass man die nicht direkt sieht. Mhm. Gildo, würfel mal Inside. Oh je. Ich glaube, das muss ich noch nie würfeln. Ich guck nicht. Okay. Während du die Statue in der Hand hattest, hast du so ein ganz leichtes Prickeln gefühlt. Das hast du normalerweise, wenn du irgendwelche magischen Gegenstände anfasst, aber in diesem Fall war es viel zu leicht und subtil dafür. Okay, also ich habe so eine leichte magische Energie gespürt. Mhm. Als ich die Figur in die Hand bekommen habe oder als die Person mich umgerannt hat, genau. Während du das, die Einhornstatue in der Hand gehalten hast. Okay. Also zu dieser Einhornstatue, ihr könnt sie gerne jederzeit untersuchen, nur seid vorsichtig damit. Also es scheint mir, dass auch was Magisches an ihr ist, aber ich bin mir nicht sicher. Dann lasst ihr uns irgendwann mal demnächst an einem Ort untersuchen, der nicht so belebt ist wie hier, wo es jedem auffällt, gerade wenn schon irgendwelche Unbekannten versuchen, uns zu beklauen. Du suchst uns irgendwelchen Diamantenstaub, oder? Ja. Gehen wir doch zuerst mal danach gucken. Dann führt mich an, weil ich mich hier in der Stadt ja noch nicht auskenne. Ich war noch nirgendwo gewesen, außer in dem Kloster. Ja. Ich hatte noch mal irgendwo weiter hinten mit so einer relativ netten Dame zu tun gehabt, aber ich glaube, die hat da auch keine Ahnung von. Wobei, die hat da über was geredet, dass es hier noch einen Elfen geben soll, der auch einen Laden hat. Wisst ihr wo? Dann fragen wir uns doch durch. Ich meine, sie hätte mir mal was gesagt, aber durch den Schock vom Blitz weiß ich es nicht mehr so genau. Ich könnte es nochmal versuchen rauszufinden. Und dabei steht der Blitz immer für Erleuchtung. Ja, du wurdest ja nicht vom Blitz getroffen. Entschuldigung, ein vielleicht unpassender Witz. Entschuldigt. Ja, wir versuchen mal zu diesem Elfen zu gehen, dann gehen wir mal durch und fragen uns mal durch, wo hier muss ja irgendwo ein Laden sein, wo man arkane Sachen kaufen kann. Und wir gucken uns so unauffällig, um zu gucken, wo Dahl uns denn folgt. Weil das wird er. Dann würfel doch mal Perception. Hm? Ach so, jetzt kommt. Jetzt habe ich nur eine 11. Ich habe ein 13. Oh, ich bei mir gleich dreimal eine 11, 13. Ach nein, das ging alles hintereinander. Hm? Ja. Ich musste auch gucken, ich habe mich gerade gewundert. Ah, ja, meine 13. Je nach Netzwerkverbindung kann es mal zu Verzögerungen kommen, aber gut.
Deshalb schreibt der Bot ja auch immer dazu, wer gewürfelt hat. Ich bin begeistert davon, dass du diesen Bot programmiert hast. Das ist für mich eine Sache, das würde ich nie hinbekommen. Ja. Er ist ein bisschen schäbig zusammengefrickelt, aber er tut, was er soll. Oh. Mehr brauchen wir ja nicht. Einer von euch erspäht Dial. Ich habe eh nur mit einem halben Auge hingeguckt, deswegen. So, jetzt einmal ganz kurz out of game. Jetzt sind wir in dieser Never Split the Party Situation. Mhm. Wenn es dazu kommt. Also erstens, ich versuche das immer so gut wie möglich zu vermeiden. Ich mag das gar nicht. Wenn es dazu kommt, versuche ich Zeit und Aufmerksamkeit ungefähr fair zu verteilen. Das heißt, ihr seid zu dritt, ja. Und Daniel ja, ist alleine. Das heißt, ihr bekommt dreimal so viel Zeit. Na gut, vielleicht handeln sie bei ihm auch schnell. Ja, bitte, ich folge denen und wir fragen uns durch, dass wir da dieses so einen arkanen Meister finden, der mich in die Ingredienzien verkauft. Würfel mal einfach ein W10. Ja, Gareth möchte Schwert machen. Das ist nicht erst. Ja, komm, ich hab's. Eine 10! Oh, nein, möchte ich nicht. Okay. Ja, nach gut überschaubarer Zeit, ihr fragt ein paar Leute und trefft dann tatsächlich auf einen Studenten der örtlichen Magierakademie oder Magierschule. Akademien gibt es nicht so viele. Der sich auskennt in sowas und euch eine gute Wegbeschreibung. Und auf diese Weise seid ihr dann tatsächlich so eine halbe Stunde später oder so vor einem Geschäft für besondere Zutaten. Ich würde ihn aber noch so ins Gespräch verwickeln, zumindest ganz kurz, ob die Magierschule auch Elfen aufnimmt und wo die wäre. Selbstverständlich nicht. Wo kämen wir denn da hin? Okay, dann hat sich meins erledigt. Doofe Studenten. Ja, und dann würde ich in den Laden hineingehen. Zusammen mit Cem und Gildo eventuell. Ja, wir kommen mit. Ja. Okay. Ihr habt dich begrüßt, ein älterer Mensch. Ein Spitzohr. Ja, was kann ich denn für euch tun? Schönen guten Tag, der Herr. Ich hätte eventuell Interesse an einem Beutelchen voll Diamantenstaub, den ihr nicht mehr benötigt, weil er irgendwelche Abfallreste sind von anderen Zutaten oder so und würde ganz gerne den Preis danach erfragen. Diamantenstaub und ein Beutelchen. Na, der Herr hat kleine Wünsche. Habe ich bestimmt irgendwo in der Ecke liegen gelassen. Wie groß soll das Beutelchen denn sein? Zeigt mir erstmal eure Größen und die Preise und ich sage euch, was ich nehme. Das Beutelchen habe ich in jeder Größe, die ihr möchtet. Was würde denn die... Ist mehr mit dem, die Frage ist mehr nach der Menge des Diamantenstaub. Das Beutelchen sollte schon so weit gefüllt sein, wie es geht. Was ihr eventuell für... ein Silber offerieren könnt. Also tatsächlich lacht er an der Stelle. Habt ihr gerade Diamanten und Silber im gleichen Satz benutzt? Vielleicht habt ihr euch verhört. Was würde denn ein Beutelchen kosten? Ich sagte, das hängt davon ab, welche Größe ihr euch so wünscht. Vielleicht könnten wir auch 3 Silber draus machen, aber mehr habe ich nicht. Ja, macht so eine Geste mit so 3 Fingern, wie man eine Prise Salz auf sein Essen streut. Meint ihr ungefähr diese Menge? Würde das reichen für einen Zauber? Wenigstens für einen? Was genau möchtest du damit tun? Naja, weil ich möchte ja unbedingt mal hier diesen Elementar beschwören. Ja. Dass ich wenigstens irgendwie einen Rückhalt habe, wenigstens irgendwas, um wenigstens einmal in der größten Not das loszulassen. Ja. Suchst du Komponenten für ein
Für ein Ritual oder suchst du einen Fokus? Für einen, genau, für ein Consumable-Dings. Okay. Dann brauchst du tatsächlich, dann reden wir tatsächlich, also wenn du von sowas wie Diamantenstaub redest, dann redest du tatsächlich von irgendwie einer Prise oder sogar weniger, so ein paar Körner. Ja, dann würde ich die Prise nehmen. Wie viel wäre das? Cool. Er holt so eine Feinwaage von hinter dem Tresen. Und unter dem Tresen hat er tatsächlich so einen kleinen Geldbeutel. Tut jetzt so ganz winzige Gewichte auf die eine Seite und streut dann so ein bisschen ja, glitzernde Kristalle auf die andere Seite, bis die Waage so im Gleichgewicht ist. Und hat dann tatsächlich so vielleicht einen kleinen Teelöffel insgesamt an diesem Glitzerzeugs auf der einen Seite und meint dann so, ja, diese Menge könnte ich euch für 3 Silber überlassen. Ich achte aber ganz genau darauf, dass er nicht irgendwie betrügt, also nicht, dass er noch einen kleinen Finger oder so raufhält, dass er das irgendwie anders beschwert. Ja, prüfen wir mal kurz. Ja. Also nee, sieht alles gut aus. Okay. Ja, dann nehme ich sie her. Ja, er schüttet das so von der Waagschale um in einen ganz witzigen Beutel und ne, stoppt auch nochmal drauf, stellt sicher, dass noch jedes kleine Körnchen tatsächlich seinen Weg gefunden hat und dann tauscht er dir das. Wie viele Benutzungen wären das jetzt? Was für einen Rang möchtest du haben? Also welche Dimension mit welchem Rang willst du mit dem Fokus ersetzen? Oh Gott, ich würde die höchste nehmen, also die 8. Oder wenn das nicht geht, dann Doch, das eine geht. 6. Nein, das geht. Also für die 8 wären das 3 Benutzungen. Alles klar. Ich würde mal gucken, was es da noch in dem Laden gibt. Oder ist das eher so ein, man verkauft nur hinter der Theke Laden? Na, es gibt auch also Sachen, die nicht so, die nicht fragil oder sehr teuer sind, stehen durchaus auch so im Laden herum. Insbesondere gibt es so ein Regal mit Büchern zum Beispiel, was schon eine ganz seltene Sache ist. Aber tatsächlich stell es dir mehr so vor wie ein Gewürz oder Kaffee oder sonst was Laden. Oder weißt du, vielleicht kennst du aus deiner Kindheit noch so Tante-Emma-Läden? Ja. Die sind ja anders aufgebaut als Supermärkte, ne? Da ist ja tatsächlich der größte Teil der Waren hinter der Theke und du sagst halt, was du willst. Es gibt ein paar Sachen, die vorne so aufgebaut sind, aber tatsächlich ist der größte Teil der Sachen ist halt hinter der Theke im Regal. Also die Bücher stehen da so frei rum und man könnte rein theoretisch auch mal nein, so rein. Nein, um Gottes Willen. Das hat sich jetzt so angehört. Ja, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Natürlich hinter der Theke. Nein, also was vor der Theke steht, sind hauptsächlich so größere Dinge. Vieles davon sieht halt aus wie irgendwelche Ritualgegenstände, weißt du, so Feuerschalen und irgendwelche Kisten oder also so die größten, die Sachen, die sowohl größer als auch nicht so wertvoll sind. Ja. Ja, so Utensilien diversester Art. Ja, nichts Interessantes für mich. So, während ihr da rumstöbert, wechseln wir mal kurz zu Dial. Ja. Ja, ja, du fragst dich durch, läufst durch die Straßen, findest dann tatsächlich auch dein Ziel. Akademie ist ein bisschen übertrieben, es ist halt mehr so eine Schule. Ja, also eher Gymnasium als Universität. Aber es ist das Nächste dazu,
was hier in der Stadt gibt. Ja. Ja. Ja, ich suche da jemanden, der sich für solche Dinge interessiert, für solche alten magischen Artefakte. Ja, okay. Also, du gehst da rein und kommst du in eine Halle, von der dann so Gänge abführen und eine Treppe nach oben und irgendwie ignorieren dich alle. Es laufen Leute rum, die da offensichtlich irgendwie ja, Schüler und Studenten sind. Es gibt so ein paar Ältere, bei denen du nicht sicher bist, ob die dazugehören oder ob die das auch besuchen. Es läuft so eine ganz gute Mischung rum. Yeah. Ja, ich würde sagen, ausschließlich Menschen. Einen Älteren mal ansprechen, halt sehr höflich natürlich. Ja. Ja. Und ich suche jemanden, der sich für sowas interessiert und der vielleicht Interesse daran hat, sich das mal anzusehen. Ja, also ich suche jemanden, der sich da mit so magischen Sachen auskennt. Ja. Und magische Sachen, ja. Was wollt ihr denn damit? Ja, ich nicht. Aber ihr vielleicht. Ah, ihr habt etwas zu verkaufen. Nein, ich bin gekommen, ja, im Auftrag von Adame oder was. Und da ist ein magisches Artefakt. Und ich möchte mit jemandem sprechen, der sich mit sehr alten, mächtigen, magischen Artefakten auskennt. Und vielleicht, ob er daran Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Und wenn nicht, dann gehe ich wieder. Und wer habt ihr gesagt, hat euch geschickt? Jemand, der es im Moment für mich verwahrt. Ein Herr dieser Stadt. Er heißt von Adame. Cem von Adame. Also aus der Familie von Adame. Okay, dann nehmt doch dort einmal Platz. Ich werde mich einmal für euch erkundigen. Ausgezeichnet. Es kann sein, dass das ein Vorname ist. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Ja, ich bin gemutet und lache gerade die ganze Zeit. Ein weiblicher Vorname. Irgendwie so ein Agabur von Adame, glaube ich. Ich weiß nur noch von Adame. Okay, Dai würfelt mal auf Presence. Oder auf, wie hieß das andere? Ja, es vergeht eine ganze Weile. Und dann kommt so ein Mann in mittlerem Alter auf dich zu. Also er kommt so in die Halle, guckt sich so ein bisschen suchend um, sieht dich dann da sitzen, kommt auf dich zu und meint so, seid ihr der... Er sucht so 2 Sekunden nach Worten. Junge Mann, der wegen eines Artefaktes hier ist. Der steht auf und verbeugt mich so. Guten Tag, der Herr. Ja. Also ich habe eine alte magische Statue gefunden. Sie sieht aus wie ein Einhorn. Sie ist aus Gold. Und wir haben herausgefunden, dass sie 400 Jahre alt ist. Und ich würde sie gerne euch übergeben für ein kleines Entgelt. Ach. Aber, nein, also nicht ich, sondern meine Geschäftspartner. Und was für ein Entgelt habt ihr euch ungefähr vorgestellt? Das weiß ich nicht. Wir wollen ja erstmal, ich kann euch ja nicht irgendwas sagen. Wir gucken uns die Sache mal an. Ja, wir wissen, also ich weiß, dass das 400 Jahre alt ist und dass es ein hochmagisches Artefakt ist. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich das wertvollste Artefakt ist, was. Also eigentlich kannst du mir diese gesamte Akademie überschreiben. Aber das wirst du dann ja sehen. Und du kannst es mir nicht wegnehmen oder sowas, weil es einem Adligen, also weil es ein Adliger für mich verwahrt. Und wenn du das tust, das wäre gefährlich. Das wollen wir ja nicht. Aber schaut es euch erstmal an. Also wir müssen dann erstmal dahin. Ein Adliger. Mitglied dieser Akademie? Dieser Schule? Nein, ich würde sagen nein.
Also jedenfalls weiß ich das nicht, ob der Herr von Adame, der Cem von Adame, ob der hier ein Mitglied ist. Das weiß ich leider nicht. Warum kommt er nicht selbst? Warum sollte er hierher kommen? Nun, wenn der Gegenstand, von dem ihr sprecht, derart alt und wertvoll ist. Du weißt doch, wie Adlige sind. Du glaubst doch nicht, dass er hier selbst herkommt. Natürlich schickt er jemand. Erstmal wird er mich nicht duzen. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so bewandert. Bei uns ist das anders. Ja, offensichtlich seid ihr mit dem Wandern. Merkt man schon. Nicht von hier, ja? Zugelaufen. Natürlich nicht. Ich will auch gar nicht hier bleiben. Ich will das jetzt nur geklärt haben mit diesem Einhorn, damit das endlich weg ist, das Scheißding. Und dann will ich mein Geld und dann gehe ich wieder. Ich bin so schnell weg, da kannst du gar nicht gucken. Sie. Ihr. Ich sehe, du lernst gerade schnell genug, um Schläge zu vermeiden. Du darfst mich nicht schlagen. Ich bin Gesinde. Hast du gerade wieder du gesagt? Das ist mir so rausgerutscht. Er knallt dir eine. Ich duck mich weg. Okay, dann für mal. Mili? Nö. Agility. Ausweichen. Ja. Ich habe Ausweichen an Spezialisierung. Sonst bringt mir das alles gar nichts. Ja. Ach, scheiße. Die müsste eigentlich reichen. Ja. Yeah. Ja. Mit Lässigkeit und Eleganz duckst du dich unter seiner Ohrfeige davon. Ja, aber pass auf. So, er schlägt nach mir und ich ducke mich so weg und nutze das als Verbeugung. Verzeiht der Herr. So ähnlich wie bei Game of Thrones, als die zwei, der Berg und sein Bruder aufeinander einschlagen. Und der Berg möchte, na, ist egal. Auf jeden Fall duckt er sich ja auch so unter dem Schwert weg. Und so mache ich das auch. Ja, also mit dem Kritischen überhaupt kein Problem. Also mit einer eleganten Verbeugung weichst du gleichzeitig dem Schlag aus. Und das Ganze sieht auch noch stilvoll aus. Ja, ich will halt das. Verzeiht der Herr, ich bin es nicht gewohnt, mit so hohen Herren zu sprechen. Das merkt man. Ja. Yeah. Nun, falls der Gegenstand, von dem du sprichst, deiner Beschreibung, die natürlich maßlos übertrieben ist, auch nur annähernd entspricht, dann können wir darüber sprechen. Allerdings müssten wir diesen Gegenstand dafür natürlich in Augenschein nehmen. Ja. Yeah. Ich glaube nicht, dass jemand von uns seine Zeit auf dich verschwenden wird, aber falls dein Herr vorbeikommen möchte, dann werden wir sicherlich eine Gelegenheit finden, seinem Wunsch nachzukommen. Ja, aber dann. Hast du deinen Botendienst damit nicht erfüllt? Nein. Ich soll ja jemand mitbringen. Vielleicht einen Studenten. Einen Studenten, ja. Ich glaube, das lässt sich machen. Warte hier, ich kann einen Studenten auftreiben, der eine oberflächliche Prüfung vornehmen kann und uns dann berichten. Ja, aber er braucht starke Nerven, weil das ist so hochmagisch, wahrscheinlich wird ihn der Schlag treffen. Er braucht schon starke Nerven für dich, glaube ich. Ja, er dreht sich um und geht. Und nochmal so gute 10 Minuten später kommt dann ein
wie du inzwischen erkannt hast, die in die Farben der Schule gekleidet hat. Die haben alle unterschiedliche Klamotten, also es gibt keine Uniform, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Schüler in ja so hellblassen Blau gekleidet sind. In dieser Farbe kommt dann ein Gnom. Was hast du mit deines Leichen zu tun, da fliegst du auf. Nein, niemals. Kommt direkt auf dich zu. Kommt direkt auf dich zu. Und meint so, hallo. Hallo, Meister. Ich soll dich begleiten zu einem Gegenstand, der zu uns. Ich bin Dyle, dein Kleinkamm. Wer bist du? Freut mich, Dyle. Mein Name ist Sakka von Arden. Dass die uns überhaupt hier in die Akademie lassen, so wie herablassend, wie die mit mir reden. Ich dachte, die hassen uns. Ich bin einer der wenigen Gnome hier und setz uns bitte nicht gleich. Oh. Was? Ich könnte auch hier studieren. Könntest du? Könnte ich. Du behauptest, im Besitz von Fähigkeiten zu sein. Ja, aber jetzt nicht. Also nein, ich vermute es nur. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Kunst ist oder ob es Fähigkeiten sind oder ob es einfach nur mein starker Wille ist. Aber gut, dann folgt mir. Ich bin gespannt. Ja. Ja, er folgt mir. So, zurück zu den anderen. Ja, ne, kleine Erinnerung, Cem, du bist ein Ritter, kein Adliger. Kein Adliger, ich weiß. Padan wird von Magiern regiert, das ist die herrschende Kaste. Ja, deswegen finden wir auch mal schnell hier so Diamantenstaub und sowas. Ja, erstens das und zweitens ist halt so, ein Schüler an der Magierschule wäre im Rang höher als du. Ja. Ja, ihr seid aus dem Geschäft wieder raus. Habt euren Diamantenstaub bekommen. Dann würde ich mal ganz kurz umdrehen. Ja. Verzeiht der Herr. Habt ihr zufällig irgendwie gerade Probleme mit irgendwelchen Banden, die euch erpressen? So maximal 5 Leute, die einmal im Monat kommen, um irgendwelches Schutzgeld zu erpressen? Er guckt dich mit. So komplett trocken, ja. So. Er guckt dich mit einem komplett ungläubigen Blick an. Meint so, bitte was? Naja, wir hatten halt von einem anderen im Kunsthandwerk, also als Handwerker halt gehabt, dass er erpresst wurde von irgendwelchen Banden, dass ihm Schutzgeld abgenommen wurde. Von daher würde sich mein Begleiter, der Ritter und wir beiden Elfen uns ganz gerne darum kümmern, weil wir damit beauftragt wurden, beziehungsweise der Ritter wurde damit beauftragt, sich um das Problem zu kümmern. Von daher würden wir ganz gerne wissen, ob es nur dieser Herr war oder ob das mehrere Händler in der Nähe betrifft. Er guckt dich an und meint so, ihr seid doch in den Künsten auch bewandert. Nur in den magischen. Die meine ich. Welche anderen sollte ich meinen? Ja, seit gestern Jagd hat er ein paar andere Künste drauf. Nicht überschüssig werden hier. Er meint so, ihr seht mit euren Augen, was sich in meinem bescheidenen Etablissement befindet. Glaubt ihr, ein paar dahergelaufene Strauchdiebe würden hier auch nur bis zur Tür kommen? Nein, selbstverständlich nicht, aber sie hätten es ja eventuell mal probieren können. Also, habt ihr 5 Aschehäufchen vor der Tür gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Dann haben sie es offensichtlich nicht versucht. Perfekt. Wüsstet ihr vielleicht von irgendwelchen, denen das passiert sein könnte? Ich meine, man unterhält sich ja vor allem als Händler untereinander. Nein. Wenn meine Nachbarn... Wenn meinen Nachbarn so etwas passieren würde,
wären sie zur Stadtwache gegangen und hätten die Sache erledigt. Ja, was wäre, wenn das gerade der falsche Ansatz wäre? Ich guck dich an und halte so langsam mal die Hand auf die Schulter. Wir wollten doch gleich gehen, oder? Genau, er guckt auch gerade so ein bisschen so, warum sollte das der falsche... Ja, die Stadtwache hat natürlich keine magischen Mittel zur Verfügung, das ist schon richtig, aber gegen so dahergelaufene Strauchdiebe taugen sie schon was. Na gut, dann sollten wir, glaube ich, lieber gehen und danke nochmal für alles. Aber gerne, jederzeit wieder. Kommt wieder, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt. Werde ich definitiv. Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank nochmal einmal. Tim kriegt einen Anfall nach dem anderen. Also, wohin? Ich denke, sie treiben sich eher in dem im Bereich von Kugelschreiber rum, in diesem Geviertel. Da sollten wir uns ein wenig umschauen. Aber wird dort nicht Ausschau nach uns gleichzeitig gehalten? Und ich meine, zwei Elfen und ein Ritter, die umherstreunern, sind sehr auffällig, oder? Selbst wenn der alles dort prall gefüllt ist, aber auf uns wird ja dann ein besonderes Augenmerk gelegt. Ja, aber wenn wir normal durch die Straßen gehen und uns ein wenig gedeckt halten. Also, wir könnten nochmal zu der alten Dame gehen, die hatte letztendlich auch nichts gegen Elfen. Also bei der einen, wo ich die Sichel hatte, die hatte mir aber auch einen Tipp gegeben. Da war irgendwas mit einer Salbe, ja, die hatte ich auch noch. Aber wir können erstmal zu der eingehen. Die meinte auch irgendwas mit einem Elfen und ich glaube, die ist eigentlich ganz lieb. Ja, ist ja schön, dass du eine alte Dame kennst, mit der du Tee trinken kannst. Hilft uns das weiter? Ja, sie hat auch ein Geschäft. Ja, dann machen wir das. Gut. Erwähne das nächste Mal vorher, wenn es ist. Sagte ich bereits. Ach so. Also langsam fühle ich mich hier echt missverstanden. Ja, das könnte daran liegen, dass die menschliche Allgemeinsprache nicht deine Muttersprache ist. Ja. Oder weil wir spitzere Ohren haben, dadurch besser zuhören und generell hören. Na gut, also ich meine mich zumindest an den Weg noch erinnern zu können. Folgt mir einfach. Ja, wir folgen dir. Ja, mir erreicht auch dann, weiß nicht, halbe Stunde später oder so. Nicht mal, vielleicht 20 Minuten später erreicht ihr dann tatsächlich auch das Geschäft von der alten Dame. Gut, also hier wären wir. Ist ja auch nicht ganz so weit weg vom Herrn Kugelschreiber, soweit ich weiß. Aber es ist nicht so weit weg. Wollen wir? Und würde dann auch schon so einen Schritt voran in die Tür reingehen. Insofern sie denn offen ist. Ja, also. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Moment, hörst du von drin. Ich hab doch gerade erst aufgemacht. Ah, ihr seid es wieder. Ja, hi. Ich hab mal zwei Freunde von mir mitgebracht, den werten Herrn Ritter und zeige auf Cem und einen jemanden aus meiner gleichen Gattung, aber nicht aus dem gleichen Land von mir. Der Ritter hätte ein paar Fragen an sie und würde Cem so ein bisschen nach vorne drücken oder so leicht, also nicht festdrücken, aber so andeuten mit Druck auf dem Rücken, dass er doch das, die Frage das stellen soll. Das kann auch ganz gut. Ihr wart ja schon. Ich würde mich nur hinsetzen und was Tee trinken. Und dann würde ich schauen, wie du das machst. Ihr kennt euch doch da aber mehr aus als ich. Ja, wenn es wichtig wird, kann ich ja hinzukommen. Nun gut. Also ein Eisbrecher wäre jetzt genau das Richtige. Alte Dame. Ja, die alte Dame guckt auch so ein bisschen verwirrt. So, was wünscht ihr? Also, wir haben von einem ansässigen Händler, wie nennt man der? Kunsthändler oder Handwerker? Ich glaube, es war ein Handwerker. Den Auftrag bekommen, dass hier anscheinend ein paar Banden rumziehen, die Erpressungsgeld einziehen. Und unsere Frage wäre gewesen, ob das Ihnen oder vielleicht bekannten Freunden, die auch ein Geschäft haben, auch schon passiert ist. So, ich glaube, sie so müssten jeden Monat schon kommen. Dass wir als Banden durch die Gegend ziehen? Nein, das ist uns nicht passiert. Nein, es gibt Banden, die also durch die Gegend ziehen. Ich habe ja so manche Jugendsünde begangen, aber das gehörte nicht dazu.
das will ich auch gar nicht abstreiten, aber es gibt Banden, die durch die Gegend ziehen. Was meint ihr denn damit, junger Mann? Habt ihr mich schon seit meiner Kindheit beobachtet? Nein, 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 ihr dürft das nicht falsch verstehen. Ich schaue Hilfe suchen zu Cem. Nein, nein, es gibt anscheinend so eine Bande, die hier durch die Gegend zieht und jeden Monat Geld von Händlern einstreicht. Ihr meint die Steuereintreiber. Ja, das ist wirklich eine Bande. Das sage ich euch. Nein, was mein Elfenkollege... Und dann nehmen sie auch ständig mehr. Kurze Anmerkung, jetzt kommt der zweite Elf, ich bin gespannt. Ehrlich. Die spielen das aber auch so weltfremd, weil die halt so komplett weltfremd sind. Ja, also, wenn ich es nicht so spielen würde, dann wäre es ja echt unauthentisch. Das ist fantastisch. Ja, das ist alles gespielt. Ist alles gut gespielt. Fantastisch. Doppeln wir die Katastrophe mal? Ja, was sagst du? Also, junge, holde Dame. Es geht halt ganz einfach. Sie errötet so ein kleines bisschen. Ich glaube, der ist noch ein bisschen von der Nacht davor erregt. Ja. Den Gildor mal an, als er das sagt. Garrus. Nee, den Gildor. Garrus sagt das ja gerade. Achso, ja. Die schubst sich an. Garrus war viel zu sehr geflasht, um das Mädel nach seinem Alter zu fragen. Ansonsten hätte er sich beschämt in die Ecke gesetzt. Okay, weiter. Naja, aber Garrus versucht gerade auf die eloquente Art rüberzukommen, auf die speichlerische, was er ja überhaupt nicht gewohnt ist, von daher. Nein, das ist total okay. Aus deiner Perspektive ist sie ja ein junges Mädel. Also die alte Dame. Ja, tatsächlich schon. Die ist sicher noch keine 80. Könnte man noch was machen, ja. Verzeihung, junge holde Dame. Es geht ja halt ganz einfach darum, weil wir von einem eurer näheren Nachbarn erfahren haben, dem Kugelschreiber, dass es hier wohl Leute gibt, die wirklich Schutzgeld abpressen, was mein Kollege gerade behutsam versucht hat zu erzählen. Schreiber, sie verstrengt die Arme. Na, das ist mir auch ein Rabauke. Also, dem könnt ihr gleich mal sagen, dass sein automatischer Mörser gar nicht so gut funktioniert, wie er behauptet hat. Ja, irgendwie funktioniert nichts von dem, was er produziert. Sofern es nicht Explosionen sind. Aber er wurde wohl wirklich von Leuten erpresst, um halt Schutzgeld denen zu geben, dass sie halt, halt vor manchen seiner Erfindungen muss man sich auch schützen. Das ist auch schon in Ordnung so. Ja, aber dafür denn noch extra Geld zu verlangen, um das eigene Portemonnaie zu erhöhen? Den Kontostand des eigenen Portemonnaies anstatt für das die Stadt. Mach mal was mit Geld. Ja, aber das ist doch nicht richtig, wenn man das erpresst, wenn man sagt, ich komme einmal im Monat und verlange immer mehr Geld für den Schutz deiner Erfindungen, oder? Also das ist doch einfach nicht. Ich bin ja mit den Steuern auch nicht einverstanden, aber ich sehe ja auch ein, dass die Stadtmauer Geld kostet. Ich weiß jetzt nicht, was euer Problem ist. Ich gucke Cem an. Was ist eigentlich unser Problem damit? Die Frage, die Steuereinschreiber, wenn wir sprechen, edle alte Dame, sind es die Offiziellen oder die Dunkelgekleideten? Guckt jetzt so ein bisschen komisch. Wie? Nun ja, er wurde von anderen, nicht nur von Steuereinziehern, sondern von Dunkelgekleideten des Nachts bedrängt. Des Nachts? Nein, die kommen doch tagsüber. Sonst kann man das Geld doch schlecht zählen. Ja. Und beim Kugelschreiber war das anders. Aber was könnt ihr noch über Kugelschreiber erzählen? Eigentlich ist er ja ganz nett. Aber manchmal
Also ich muss schon sagen, ne, das, was er da auf sein Dach gebaut hat, das ist schon nicht so hübsch. Das verunstaltet das Stadtbild. Und ich glaube, es gewittert auch häufiger, seit er das gemacht hat. Aha. Wisst ihr, aber vielleicht werde ich auch nur alt. Wisst ihr denn, was das sein soll? Sie sind doch nicht alt. Sie sind noch sehr jung. Danke. Manchmal fühle ich mich auch so. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Er hat es mir mal gesagt, aber ich habe das nicht verstanden. Aber also, noch gefährlicher ist es, wenn man davon getroffen wird, müssten Sie mal meinen Elfenkollegen fragen. Der wurde dadurch 3 Tage außer Gefecht gesetzt. Hä? Was? Euch ist ein Dachziegel auf den Kopf gefallen? Nein. Ein Blitz relativ nah bei mir. Ein Blitz? Eingeschlagen. Und ihr lebt noch? Ja, gerade so, zum Glück. Ich bin froh. Offensichtlich verwehrt dadurch. kann ich ein paar von euren Haaren kaufen? Von meinen Haaren? Ja, so ein Büschel. Sie deutet so mit den Fingern ein. Was wollt ihr denn mit meinen Haaren? Ich wurde vom Blitz getroffen. Ja, das kann ich bestimmt in einer Tinktur verwenden. Ja, okay. 4 Silberstücke? Wie viel wollt ihr denn abschneiden? Ja, ungefähr so ein Büschel. Also so ein bisschen die Spitzen? Na, ein bisschen mehr muss es schon sein. So ein Zentimeter? So halblang rausgewachsen. Also sie meint schon so eine Fingerlänge und dann so den Umfang, als wenn du so mit den Fingern rummachst. Das ist ja ungefähr 1 Zentimeter, oder? Also ein gutes Büschel, ne? Also, wir können uns auf ein bisschen weniger einigen und ich nehme 2 Silberstücke, weil meine Haare sind mir eigentlich schon etwas süchtiger. Kann ich links und rechts symmetrisch? Na gut, also sagen wir mal... So hinter den Ohren, das fällt gar nicht auf. Einmal das Pony abschneiden, das ist am wirkungsvollsten dort. Oh ja, dafür würde ich 10 Silber bezahlen. Pony? Was für ein Pony? Vielleicht keinen, aber sieht sich von vorn ja nicht. Ja. Na gut, bringen wir das hinter uns. Ich guck zu Cem, okay, demnächst muss ich mich vom Blitz treffen lassen. Ja, ich sehe das schon, ihr braucht unbedingt Geld für solche Sachen. Wir können doch anders Geld. Willst du jetzt wirklich die Haare abfallen lassen? Ja, also... Ist der gute Schere raus? So hinter dem Ohr sieht man es ja wirklich nicht. Ja, und dann schneidet sie dir halt großzügig rechts und links ein bisschen Haare ab. Sieht man schon. Also fällt jetzt nicht so wahnsinnig auf. Aber man sieht, also wenn man es weiß, dann fällt es auf. Wenn man es nicht weiß, dann hast du halt einen eigenwilligen Haarschnitt. Ja. Wächst auch wieder nach. Drückt sie dir 4 Silberstücke in die Hand. Und tut die Haare so sorgfältig in so kleine Fiolen, die sie dann mit Korken verschließt. Also, falls wir nochmal vorbeikommen, würde ich gerne mal wissen, was da draus geworden ist. Aber danke. Gern. Ja, kann ich sonst noch was für euch tun? Nein, danke. Ich habe eine ganz, ganz frische Tinktur gegen Fußpilz. Doch, ihr hattet doch mal von einem Elfen erzählt, der einen Laden hier in der Nähe besitzt. Oder war das ihr? Wo könnt ihr mir kurz erklären, wo dieses Geschäft war? Ach gut. Ja, sie beschreibt dir den Weg, das ist halt ne, so da um die Ecke, die Straße runter auf der linken Seite. Alles klar, gut. Nee, sonst hatten wir nichts mehr. Danke nochmal. Okay. Ihr macht euch auf den Weg zu dem anderen Geschäft. Ja. Ich würde sagen, zu dem Elfengeschäft wahrscheinlich. Ne? Ja. Wolltest du dann nur noch mal so als grobe Einschätzung? Ja, okay. Dein Rundchen weitermachen dann erstmal? Ja, kann ich machen.
Ja, denkst du, eine Begegnung reicht auch für uns? Okay, wenn ihr Zeit zum Nachdenken braucht. Nö, das ist nicht. Ich brauche vor allem Zeit zum Schreiben nebenher. Immer mal wieder. Nee, also ich würde halt, weil ich denke, dass sie halt noch Erledigungen machen oder beziehungsweise wegen diesen Räubern da fragen, würde ich halt schon mit dem so großräumig so durch die Stadt laufen. So an diesen Läden vorbei und immer so, ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Folgt mir. Und ja. Der war doch hier. Nee, doch nicht. Und würfel mal Cunning. Ich hoffe, dass wir da. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er drauf kommt, dass du keine Ahnung hast. Naja, bevor ich werfe, ich gehe ja schon sehr zielgerichtet in gewisse Richtungen, ne? Also da, wo die Läden sind und so. Aber dann, irgendwann dann vielleicht. Warte mal. Genau, irgendwann dann. Es wird ihm nicht sofort auffallen, das ist schon klar. Nicht schlecht zumindest. Ja. Low is two. Das solltest du mal verbessern, wenn du ständig versuchst, Leute reinzulenken. Ich kann ja nicht. Ich habe hier 74.000 Erfahrungspunkte. Aber ich kann sie nicht einsetzen. So, ja, ihr bräuchtet mal eine Pause, ne? Ja. Dieser Stress. Auch mal irgendwie so diesen Experience Point Anstieg, dass man ein Level aufsteigen kann. Ich glaube, ich bin mittlerweile auch bei 30 oder sowas. Es ist ja auch eine wilde Achterbahnfahrt der Emotionen. Da hat man keine Zeit, um drüber nachzudenken, was passiert. Du streunst so eine Weige mit ihm durch die Gegend. Also es ist hier so die Gegend, in der die Läden sind. Ihr seid auch vom Kugelschreiber nicht so weit entfernt. Also wenn die rumfragen wollen, dann seid ihr jetzt so in dem vermuteten Operationsgebiet. Und dann gehst du halt da längs und hier rum, da um die Straße. Oh, warte mal, hier waren wir schon. Ja, ich muss ja. Dann nehmen wir mal den anderen Weg. Wir haben uns hier verabredet. Er wollte hier einkaufen. Ich muss mal kurz in die Läden reingucken, ob er da ist. Mit seinem Gefolge. Ja, also es geht auch eine ganze Weile gut, aber dann fällt dir schon auf, dass der so langsam ein bisschen genervt und misstrauisch wird und meint so, ey. Aber, ne, so genaueren Treffpunkt gab's nicht. Nein. Also, ja, hier halt. Er sagte, sie gehen jetzt einkaufen wahrscheinlich und also entweder hier am Marktplatz oder in diesen Läden oder vielleicht. Ja, weißt du was? Es steht mir nicht an, dir hinterherzulaufen. Also ich setze mich jetzt hier in die Taverne. Ja, das ist gut. Und wenn du deinen Herrn gefunden hast, dann kannst du vorbeikommen, meine Getränke bezahlen, mich abholen. Ja, noch besser. Sehr gut. Das wird toll, ja. Dann habe ich ihn noch nicht mehr im Rücken. Ja, genau. Jetzt kannst du ein bisschen offener tatsächlich suchen und muss das nicht verstecken. Während ich so weggehe, sage ich so zu mir, so, also wenn er aus der Hörerweite ist, wenn ich dem das Einhorn verkaufe, dann kaufe ich die ganze Akademie und dann fliegt er raus. Ja, und nochmal eine geraume Weile später siehst du tatsächlich die drei aus einem kleinen Eckgeschäft kommen. Aha! Da seid ihr. Ja, ihr kommt gerade aus dem Geschäft der alten Dame, macht euch auf den Weg zu dem anderen Geschäft, das ihr erfragt habt. Da kommt euch Dyret entgegen. Ja, so. Ich hab jetzt jemand von der Magierakademie, der will jetzt sofort das Einhorn sehen. Und dann ist das. Das heißt, sie wollen das Einhorn verkaufen? Dann ist es weg. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Dieser Stress. Ich werde nur erpresst und verarscht. Und jetzt ist Schluss. Jetzt wird das Einhorn endlich gelöst. Ja, dann teilen wir das Einhorn. Gehen wir zuerst zur Akademie nun, oder wo gehen wir hin? Nein. Da ist ein Novize, der das jetzt erstmal in Augenschein nimmt, da hinten in der Taverne, zum goldenen Mekizisi.
Wir sollen das Einhorn zuerst mal einem Novizen zeigen? Na gut, wenn du das meinst. Naja, die haben mir es ja nicht gegeben. Also nein, also die haben ja nicht gesagt, wir schicken jetzt hier den Obermagier mit. Sondern die haben gesagt, verzieh dich. Und dann habe ich gesagt, dann gib mir doch einen Novizen mit. Und der dann Novize, folgen wir den goldenen McKenzie. Ja. Und lass die Finger vom Schwert. Ja, und dann geh ich in die Richtung. Vorsichtig. Wir folgen ihm. Ja, okay. Und ich habe die Hände so in den Gürtel so eingehakt, dass man sie sehen kann. Dass da keiner auf die Idee kommt, dass ich hier irgendwas vorhaben könnte oder jemals getan hätte. Naja. So gute 10 Minuten später erreicht ihr dann wieder den Marktplatz mit der Taverne. Ja. Der Novize hat inzwischen den zweiten Kelch Wein ausgetrunken. Was hat der denn? Moment, also ich hab's vergessen. Die Meister haben was für eine Farbe? Die Schüler haben blassblau. Blassblau? Und der, mit dem ich gesprochen hatte, eben der etwas ältere? Der hatte so ein kräftiges Blau. Also, okay. Ja. Das ist der werte Herr Student von der Magierakademie, der mitgekommen ist, um sich das Einhorn anzusehen. Ja, ich sage, werter Herr, greift den Rucksack und holt das Bündel raus, macht das nur so leicht auf, dass nur er das sehen kann. Ich denke, das ist der Gegenstand, von dem der Herr hier spricht, der Junge. Ich höre es euch. Endlich jemand von Stand. Zacker von Aden, mein Name. Wie ist der Stein? Sekunde, was hat er gesagt, wie mein Name ist? Weiß ich das nicht. Kann man mich hören? Ja. Ja. Weil gerade jetzt guckt, ich an war. So. Agabur. Chemin, Sohn der Adame. Agabur. Ja. Mein Stiefvater ist Richter. Hab ich doch gesagt, ich hab's vielleicht vernuschelt. Ja, bringt euren Diener mal Manieren bei und dass er euren Namen richtig aussprechen kann. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ihr seid Adame. Nein, von Adame. Von, ja. Der Herr Schem von Adame. Ja. Und er unterbricht, wenn sich zwei erwachsene Männer unterhalten. Ich gehe so einen Schritt vom Tisch weg. Ich stand auch die ganze Zeit ein bisschen zu nah am Tisch, auch so aufdringlich. Ja. Aber gutes Personal ist schwer zu bekommen, ich verstehe das schon. Ja, ich habe ihn noch mehr in meine Obhut genommen, damit er sich ein bisschen Höflichkeit und so etwas lernt. Ja, und das ist noch lange nicht in der Obhut. Ja. Die von Ardens sind tatsächlich eine zugereiste Adelsfamilie. Die Von-Titel sind in Palania ungewöhnlich. Mhm. Die sind aus dem Imperium, aber jetzt seit, du bist nicht sicher, 2 oder 3 Generationen in der Gegend. Sind wohl da, wo sie herkommen, irgendwie hohe Tiere gewesen. Hier sind die nicht so bedeutend. Ja. Aber du hast schon häufiger mal gehört, dass sie ihre Arroganz mitgebracht haben. Oh ja. Nettes Volk. Nun gut. Wie gesagt, ich öffne das Tuch und so und lass ihn mal einen Blick drauf werfen. Kennt ihr dieses Objekt? Ihr habt eine goldene Statue, okay? Und? Sie hat eine weitaus mysteriöse und, sagen wir mal, regierungsbildende Bedeutung. Sprecht nicht so in Rätseln. Ihr kennt die Geschichten nicht davon? Von was? Statue soll einen Platz in einem Rat beschaffen können, im Hohen Rat. Dem Hohen Rat. Ja, diese Legende gibt es doch, oder? Wo habt ihr denn diesen Unfug aufgeschnappt? Wir haben viel gehört und viele Nachforschungen auf der Straße gemacht. Hierher. Aha.
Ich verstehe nicht, was ihr wollt. Das Konzil der Zwölf ist voll besetzt. Es gibt derzeit keine Nachfolge zu klären. Was genau behauptet ihr? Moment. Nun, wir haben diese Statue mit einem gewissen Anspruch, einer gewissen Macht, die wohl sehr kostbar ist, und wir würden diese Statue wohl gerne verkaufen, sagen wir es so. Herr Cem, kann ich was sagen? Ja, was möchtest du beraten? Sein Auftrag von seinem Meister war nur herauszufinden, ob es ein magisches Artefakt ist, und er sollte jetzt aber nicht hier es bewerten, sondern wir wollen es ja schnell in Sicherheit bringen. Dann bitte schaut nach, ob es magisch ist oder nicht. Das kann ich natürlich gerne tun. Könnt ihr kurz... Ich würde es dazu berühren wollen. Ja, ich lasse ihn das berühren. Ich würde ihn in der Zeit mal abchecken wollen, ob seine Unwissenheit bloß gespielt ist oder ob er wirklich keine Ahnung hat, was das ist. Er ist zugereist, das ist er es nicht. Oh Mann, was ist denn das jetzt? Ja, also er legt so kurz seine Hand so in das Tuch, um das anzufassen. Ja. Und dann guckt er so ein bisschen verwundert und meint dann so, ja, das sollte tatsächlich der Meister sich anschauen. Ihr habt da ein seltsames Artefakt. Schwach magisch. Aber da ist etwas, das ich nicht einordnen kann. Wahrscheinlich ist es nichts, aber es lohnt. Ich glaube, es lohnt einen zweiten Blick. Ich werde dem Meister sagen, dass es seine Zeit wert ist. Gut. Wo kann man euch finden? Ich würde sagen, wenn das Tier ein Gästehaut ist, dann würden wir hier bleiben. Ja, vielleicht nehmen wir hier ein Zimmer. Hier in der Taverne gibt es keine Zimmer, aber gegenüber seht ihr. Ja? Das ist ein Gästehaus, da könnt auch ihr standesgemäß unterkommen. Für euer Gesinde gibt es im Hinterhof Räume. Das ist gut, dann nehmen wir das da vorne. Das ist wohl am einfachsten. Und ich denke mir so, oh, er ist Schüler und Fremdenführer. Na gut, dann lasst uns da mal ein Zimmer nehmen. Ich glaube, wir hatten lange keinen ausgewogenen Schlaf mehr. Ja, dann... Ich weiß nicht, ob der Meister heute noch Zeit findet, aber spätestens morgen wird er wahrscheinlich einen Boten schicken. Hervorragend. 20 Minuten später kommt er total abgehetzt an. Guten Tag, ich bin durch Zufall hier vorbeigekommen. Kann ich das Artefakt auch mal sehen? Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Er steht erstmal auf und geht, ohne zu bezahlen. Ja. Kann er ja machen. Dem Dai vergeht das Lachen so ein bisschen. Nö. Nö, weil... Dem Cem ist die Geste natürlich klar. Er ist erst von der Magierakademie, soll anschreiben. Mach einen Deckel. Er ist doch ein Chef hier. Ah, was kostet der Scheiß? 20 Kupfer. Ja, leg ich hin. Zack, da. Ja. Ein Problem. Das kann sich... Ja, eine Kneipe könnte ich auch kaufen. Machen wir es zügig. Drüben ist ein Gästehaus. Ja, da kannst du... Da gibt es ein Zimmer für einen Ritter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Für wie viele Tage möchtest du es denn? Wie viele Tage werden wir hier bleiben? Ich denke mal, mehr als 2-3 lohnen sich nicht. Dann habt ihr das auch wieder verbrannt, ne? Blick geht auf Neil. Es ist Ich groll soll mich rein. Der Hass steigt. Also sie meint, die Dame
die Dame des Hauses wahrscheinlich. Es ist kein Hotel oder so, ne? So, es ist wirklich ein Haus. Es ist wirklich ein Haus. Ne? Also es ist wirklich wie ein Wohnhaus, ja. Außer dass halt die Zimmer vermietet werden. Sehr gut. Also sowas wie eine Rezeption oder so gibt es halt nicht. Ja. Es ist halt wirklich wie ein Wohnhaus. Und sie sagt, also wenn ihr nicht so lange bleiben wollt, dann kann ich auch nur für eine Woche machen. Ja, was soll das kosten für eine Woche für uns alle? Nun, für euch... Entschuldigung. Moment. Eure Diener in einem Zimmer? Yeah. Ja. Dann sind es 7 Silberstücke. Müssen wir die jetzt schon bezahlen? Kost und Logis natürlich. Kost und Logis. Ja, die Bettdecke wird täglich aufgeschüttelt. Ich habe noch 5, da bin ich pleite. Euer Recht ist gefragt. Und dann habe ich 6 noch. Ich kann dir 3 geben, oder? Du musst du nicht alles bezahlen. Ja, ich habe nur noch 7, wow, guck mal. Aber ich gebe trotzdem nur 5. Ich kann dir 3 geben, dann machst du 4 und ich 3. Den Rest könnt ihr gerne bei Abreise begleichen. Ich schmeiß erstmal 5 hin, den Rest gehört. Das nächste Mal seid ihr dran. Ich werde mir was mehr von der Beute hier abziehen. Ich habe doch gesagt, ich kann was dazu geben. Ja, dann gib mir doch das, was du geben wolltest. Was wolltest du mir geben? Du gibst 4, ich gebe 3 und dann passt das. Okay. Oh, passt. Okay. Dann könnt ihr tatsächlich jetzt schlafen gehen. Oh, herrlich. zweimal regenerieren. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas regenerieren kann bei mir. Nee. Zweimal, ja, dann habe ich wieder meine Mana von eben voll. Ja. Ja, sehr schön. Hat ja 8 gekostet. Ich kann was regenerieren, tatsächlich. Bevor wir dann hier einen Break machen, Tom, du hattest das letzte Mal, weil wir so müde waren und so, hattest du auch noch keine Erfahrungspunkte gegeben? Ah, okay. Ja, es war ja so ein bisschen, das letzte Mal so ein bisschen holterdiepolter alles, wir waren müde. Aber vielleicht kann man das ja jetzt noch dazu machen. Ja, ja, dann bekommt ihr alle 14 Erfahrungspunkte. Für das letzte Mal? Für beides zusammen. Gut. Und ich würde den Bonuspunkt für Roleplaying an Garrus geben. Ich weiß auch warum. Und den Bonuspunkt für die ausgefallenste Idee an Dial. Juhu! Und dann. Also ich weiß nicht wofür. Du warst doch nicht der Taschendieb. Und wir sind zwar noch nicht am Ende des Abenteuers angekommen, aber ihr bekommt trotzdem alle schon mal einen Advance, weil die Sektion mit dem Kugelschreiber habt ihr abgeschlossen. mehr oder weniger. Du hattest ja mal erzählt, wir sollen uns aufschreiben, wie viel wir momentan an Advances haben oder wie viel wir schon insgesamt bekommen haben, ne? Mhm. Okay. Also ich habe 2 Advances jetzt. Ich habe 3. Auch. Du hast 3? Ja, ich habe 3. Moment. Keine Ahnung. Ich habe 4. Ich habe gerade 4 Advance bekommen. Ihr hattet die ganze Zeit schon mindestens 4, weil ihr ein Level hochgestiegen seid. Nee, wir waren, bevor du jetzt gekommen bist, hatten wir 3 Advances gehabt und den einen hatten wir dann bei den Jägern oder so bekommen und da sind wir dann Level aufgestiegen. Genau, richtig, ne? Und dann habt ihr, und jetzt braucht ihr irgendwie 6 um den nächsten Level oder so weiter, ist das, ne? Gott. Ja. Kein 2 auf 3 kostet 6 Advances. Also ich hatte mir aufgeschrieben, bis ich gerade eben es geändert hatte, 5 hatte ich insgesamt und 2 hatte ich current, also quasi gerade eben. Und jetzt habe ich immer mehr noch einen dazu bekommen, hatte ich insgesamt 6 bekommen und 3 current. Also momentan. Also hätte ich das ja wahrscheinlich auch, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es gut ist.
Na, Advanced ist, damit steigst du auf. Und ich glaube, die kannst du auch noch für irgendwas ausgeben, soweit ich weiß. Ich habe ja nichts ausgegeben. Nee, damit steigst du Level auf. Okay. Also wie gesagt, das ist jetzt... Normalerweise kriegst du die am Ende des Abenteuers. Das Abenteuer ist noch nicht zu Ende, aber die Sektion mit dem Kugelschreiber ist zu Ende. Deshalb gibt es jetzt schon mal einen Advance vorweg, sozusagen. Ja. Das heißt, wie viel hast du jetzt insgesamt, Hilda? Ich habe insgesamt habe ich bisher 6 bekommen. Gut, okay. Und ich momentan habe ich 3. Aber wir haben noch 4 gebraucht zum Aufsteigen. Mhm. Ja, genau. Hast du 2 Advances noch über. Ja. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich hab 2 und 4 habe ich schon verbraucht. Genau, ich auch. Okay. Genau. Dann habe ich mir irgendwas falsch aufgeschrieben oder irgendwas falsch da noch stehen gehabt. Dann tut's mir leid. Ist ja egal. Alles gut. Und ihr könnt Erfahrungspunkte ausgeben. Gibt's auch wieder welche für die Leute, die schreiben? Ja, aber immer erst, wenn du es veröffentlicht hast. Ah ja, okay. Ja. Wenn ich aufsteige, suche ich mir bei den Fighter, einmal bei Fighter Class und einmal bei Knight Class was aus, ne? Wenn du aufsteigst, ja. Ah, okay, alles klar. Oh, ich meine Ruhe. Ach, gut. Aber wie gesagt, jetzt könnt ihr Erfahrungspunkte ausgeben, um Fähigkeiten zu steigern oder Spezialisierung zu lernen oder was. Ja, super. Zaubersprüche, Combat Moves, sowas. Mhm. Ja, das lief doch ganz gut. Was war nochmal der Vorteil, wenn ich Combat Moves lerne? Was war das? Wenn ich dafür Erfahrungspunkte ausgebe, was war der Vorteil? Selber nachschlagen, weil es lange her ist. Das habe ich doch garantiert irgendwo drin. Ja, ich habe das auch nicht mehr alles im Kopf. Ich habe gar nichts mehr im Kopf, ich muss nur komplett rein. Ja, das ist lange her. Das ist auch Combat Moves can be trained. A trained move has its difficulty reduced by -2 and can be used when the character is surprised. Ah ja, okay. So, und -2 macht halt schon ganz viel aus, weil so die komplizierten Dinger sind dabei. Haben halt irgendwie. Und du musst es halt mit einem Würfel schaffen, ne? Mhm. So, und eine 10 ist dann halt schon eine Ansage. Wenn du daraus eine 8 machen kannst, ist das schon cool. Ja, naja. Das ist schon mal. Also die 6er, 7er, 8er kannst du dann halt mit. Was kostet das? Kommen wir halt zu lernen? Mal überlegen, 20. Was kostet 20. 20. Okay, ja, ich habe noch so andere Sachen, die ich lernen muss. Ja, die sind relativ teuer. Ja, die Spezialisierungen sind auch ganz gut dabei. Spezialisierungen sind auch eine gute Sache, ja. Ab 119 war das, wo man die Sachen ausgeben kann, ne? Ja. Ah ja, das Spending XP, genau. Perfekt. Oh la la. Das sind die Abilities, ne? Also seht zu, dass ihr alles, was ihr häufiger mal würfelt, zumindest in einen positiven Bereich bekommt. Ja, das habe ich mir auch gerade schon überlegt, weil ich habe jetzt auch einiges an XP. Ja, den ganzen kleinen Kram. Jetzt würde sich's, glaube ich, auch mal lohnen, auf jeden Fall mal in so einem höheren Bereich auch mal was zu schauen. Auf jeden Fall. Und du kannst jede Ability immer nur um einen Punkt steigern, ne? Also pro. Ja, aber es würde ja schon einen Unterschied machen, ob ich eine Ability auf -1 oder auf 0 habe. Genau. Also das macht halt auch schon einen Riesenunterschied. Genau, also egal wie viel XP du hast, du kannst es nicht jetzt von -3 auf +2 steigern. Das geht nicht. Du kannst nee, aber lang steigern und dann musst du bis zum nächsten Mal warten. Dann kannst wie gesagt, von -1 auf 0 würde ja zum Beispiel auch schon reichen. Das macht auch schon was aus, ja. Genau. Ja. Du kommst halt so langsam dann aus dem Negativen weg. Ich muss endlich mal Sorcery steigern. Ich bin bei -3. Ah. Ja, ja. Ja. Ja, und, das ich, und von -3 auf -2 ist fast umsonst. Also ja, deswegen habe ich das auch beim ersten Mal auch gemacht. Echt? Kostet das so wenig? Nee. Teuer wird es erst ab -0, würde ich, also ab +0. So 10 bis 20 geht noch. Also ich finde 30 bis 40 Punkte für 0 oder für 1 zum Beispiel auch schon echt. Dann ja, das kostet dann ein bisschen was, genau. Ja, aber es bringt halt aber auch irgendwie was, ja. Genau, es bringt auch was. Bringt auch was, ja. Können wir eigentlich... Gaining Levels. Das heißt, das nächste Mal müssen wir dann unsere Werte ändern, oder machst du das dann, oder?
Ja, man muss bis zum nächsten Mal Bescheid geben. Genau, also überlegt in Ruhe, was ihr steigern wollt. Schreibt es im Discord, damit ich Zeit habe, den Mob zu aktualisieren. Von minus 2 auf minus 1 kostet 20 tatsächlich. Ich glaube, ich habe sogar schon was.